Hallo, hier ist wieder der Frank und ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video aus der Reihe Synology. Heute werde ich euch zeigen, wie man eine Synology DS923 Plus mit dem neuen Betriebssystem DSM 7.2 installieren kann. Viel Spaß! Im ersten Schritt werde ich euch einmal zeigen, wie die Festplatten montiert werden. Wer das bereits erledigt hat, der kann ja gleich mal direkt zum zweiten Kapitel vorspulen. Also, ihr müsst natürlich erst einmal die Festplattenschächte einmal herausziehen. Da könnt ihr unten einfach dran ziehen, dann könnt ihr die direkt rausnehmen und an die Seite legen, denn da kommen ja später unsere Festplatten rein. Bei der Gelegenheit können wir mal einen Blick ins Innere von dem System werfen und dann sehen wir auch hier unten schon den zweiten Aufnahmeschacht, also den zweiten Slot, wo wir unseren Arbeitsspeicher erweitern können. Hier könnten wir zum Beispiel nochmal 16 GB nachstecken. Insgesamt kann diese Maschine bis zu 2x16, also 32 GB Arbeitsspeicher aufnehmen. Schauen wir mal auf der Rückseite, da sehen wir neben den beiden Netzwerkanschlüssen und dem USB-Anschluss auch noch einen Schacht für die neue 10 Gigabit LAN-Karte. Also diese Erweiterungskarte lässt sich hier einstecken. Die Montage der Festplatte ist relativ simpel. Ihr braucht da gar kein Werkzeug für. Ihr nehmt diesen Laufwerkseinschub in die Hand und könnt hier oben einfach an den Seiten diese kleinen Clips einmal mit dem Fingernagel einmal rausziehen. Das müsst ihr sozusagen an beiden Seiten einmal machen. Und dann müsst ihr die Festplatte mit dem Bus nach oben, also mit dem Bus nach außen logischerweise, einmal kurz reinstecken, so dass der Bus ins Freie zeigt. Das wird ja hinterher reingeschoben. Und dann könnt ihr diese Seitenleisten wieder aufklemmen. Dann müsst ihr nur darauf achten, dass ihr die halt eben wirklich richtig aufklemmt, dass die auch wirklich richtig sitzen, weil sonst bekommt ihr nachher das Laufwerk nicht mehr in eure Synology eingeschoben. Ich mache das in der Regel nochmal, dass ich das nochmal nachdrücke, damit es auch wirklich gewährleistet ist, dass das tatsächlich auch plan ist an den Seiten. Den gleichen Vorgang könnt ihr nun mit den anderen Festplatten auch machen. Denkt wie gesagt daran, dass der Bus halt eben nach außen zeigt, dass der Bus halt eben frei ist, weil das ja wie gesagt in das System eingeschoben wird und vor allen Dingen, dass diese Seitenleisten richtig sitzen, weil sonst gibt es Schwierigkeiten beim Reinschieben. So, wenn ihr alle Festplatten fertig montiert habt, dann könnt ihr die jetzt auch der Reihe nach einfach reinstecken. Die müssen also wirklich so reinflutschen, unten einmal draufdrücken zum Arretieren, damit auch der Bus richtig sitzt. Ihr müsst darauf achten, die müssen also wirklich richtig da reinpassen und wirklich plan abschließen. Sollte es da mal Schwierigkeiten geben, Sie seht schon hier, man kann die auch gar nicht verkehrt rum reinstecken. Also das ist eigentlich narrensicher, denn da ist halt eben so ein Mechanismus drin, dass sie halt eben nur auch in diese Richtung reinpassen. Und dann sollte das Ganze genau so aussehen. Hier unten haben wir noch so kleine Löcher. Dafür gibt es dann so einen kleinen Schlüssel, der ist im Karton mit enthalten. Den könnt ihr da einmal reinstecken und dann könnt ihr das Laufwerk damit zuschließen. So, wenn ich jetzt also da drauf drücke, dann kann ich es nicht mehr rausziehen. Wenn ich es nicht abgeschlossen habe, dann lässt sich natürlich das Laufwerk relativ leicht entfernen. Das solltet ihr auf jeden Fall dann tun, wenn das Gerät irgendwo öffentlich zugänglich steht oder wenn zumindest viele Mitarbeiter eventuell Zugriff auf das System haben, damit die nicht mal einfach so eine Platte da rausziehen können. Wenn ihr die Hardware fertig montiert habt, könnt ihr einmal den Synology Assistant starten. Den könnt ihr auf der Webseite runterladen von Synology. Und dann sucht ihr nach dem Gerät, wo steht, dass es noch nicht installiert ist. In meinem Fall sind jetzt hier viele Geräte schon im Einsatz. Aber wir sehen auch hier das Gerät, was noch nicht installiert ist. Und da steht ja auch die IP-Adresse. Und damit verbinden wir uns dann einmal. Sobald der Assistent angezeigt wird, können wir auch mit der Installation prinzipiell beginnen. So, jetzt können wir entscheiden, ob wir das Ganze direkt hier mit der aktuellen Version von der Synology-Webseite herunterladen wollen, ob wir das Ganze zu Fuß machen wollen. Wenn wir das zu Fuß machen wollten, dann müssen wir natürlich erst hier im Download-Zentrum hier dann die aktuelle DSM-Version herunterladen. Das brauchen wir aber in der Sekunde nicht, weil das macht viel zu viel Umstand. Wir können das auch direkt hier automatisch durchführen lassen und klicken dann auf Weiter. Ja, und ich habe vier Festplatten eingebaut. Das können wir jetzt ganz gut hier oben sehen. 1, 2, 3 und 4. Und diese Festplatten werden natürlich jetzt gelöscht. Erst passiert im Hintergrund eigentlich Folgendes. Es wird jetzt zuerst einmal die Systempartition formatiert. Das ist so ein kleiner Bereich, eine kleine Partition, die praktisch von unserem Speicher abgezogen wird, also die uns später dann auch nicht zur Verfügung steht. Und da wird dann gleich das DSM drauf installiert. Ja, und das, was wir gerade hätten zu Fuß gemacht mit dem Assistenten, das macht er jetzt hier automatisch.
Prinzipiell ist das das Gleiche, was hier auch passiert. Ich hätte mir das auch ebenfalls hier herunterladen können. Das ist genau der Punkt, den das System jetzt hier gerade macht. Das lädt das praktisch im Hintergrund herunter. Und wenn der Download abgeschlossen ist, dann beginnt die eigentliche Installation. Keine Sorge, dass euer Bildschirm ist hier nicht kaputt, sondern das ist so ein neues Feature, was hier Synology eingebaut hat, dass hier so ein Farbwechsler drin ist, damit der Betrachter oder der Benutzer, sag ich mal, damit es ihm vielleicht nicht zu langweilig wird, ob diese Wartezeit, bis das System endlich neu startet. Also wie gesagt, keine Sorge, euer Bildschirm ist nicht kaputt, das ist tatsächlich richtig so. Der Neustart wird jetzt durchgeführt. In der Regel, hier steht was von 10 Minuten knapp, aber ich kann euch beruhigen, in der Regel dauert das nicht länger als 5 Minuten, dann sollte das schon fertig sein. So, die Installation dürfte eigentlich schon fertig sein, denn das System hat gerade schon Meldung gemacht und wir sehen hier auch, dass jetzt nur die Pakete erst einmal gestartet werden. Also die Pakete, die sowieso schon von Grundsatz her dabei sind, wie zum Beispiel die FileStation oder auch der Paketmanager. Das sind ja so Dinge, das Paketzentrum, das benötigen wir natürlich, damit wir auch später irgendwelche Pakete installieren können. Und deswegen ist natürlich das Paketzentrum eines der Pakete, die natürlich vorher schon installiert werden. Habt ihr vielleicht schon eine Synology vorher im Einsatz gehabt und habt diese irgendwo mit Active Backup gesichert? Dann könnt ihr unten über den Schalter eure Synology aus eurem Active Backup wieder zurückholen. Hier oben könnt ihr die IP-Adresse von eurem Active Backup Server einmal eingeben und könnt dann von dort aus die komplette Synology, so wie ihr die gesichert habt, wieder zurückspielen. Ich werde das natürlich jetzt nicht machen, sondern ich werde hier eine Neuinstallation machen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, hier einmal auf diesen Schalter drücken, Neuerungen anzeigen. Ihr landet dann auf der Webseite bei Synology und könnt euch da nochmal die Neuerung zu dem neuen DSM-Betriebssystem anschauen. Wobei ich denke mal, ich habe das in meinem Kanal ja schon ausführlich erklärt. Also wenn ihr meine Videos gesehen habt, dann braucht ihr da eigentlich auch nicht mehr reingucken. Wir starten einfach mal mit der Installation. Als erstes brauchen wir natürlich Gerätename, Administratorkonto und ein Kennwort. Das müsst ihr natürlich hier immer eingeben. Achtet darauf, wenn ihr das Kennwort hier oben vergebt, dass das hier tatsächlich auch auf stark steht. Und dann könnt ihr das Ganze hier noch einmal eingeben und anschließend könnt ihr das Ganze hier weiterklicken. Ihr könnt natürlich auch gleich hier den Haken mitsetzen, damit die Synology auch unter dem Begriff findsynology.com zu finden ist. Und damit ist eigentlich die Einrichtung schon so gut wie abgeschlossen. Was nun noch kommt, ist natürlich die Frage nach den DSM-Updates. Hier werden ja immer wieder mal Aktualisierungen durchgeführt von Synology, wenn sich etwas geändert hat oder wenn irgendwelche Fehler oder Bugs aufgetreten sind oder vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken erkannt worden sind, dann werden natürlich hier auch sogenannte Security-Patches ausgerollt. Das gilt natürlich nicht nur für das DSM-Betriebssystem, das gilt natürlich auch für die einzelnen Pakete, also vielleicht auch für das Drive oder für das Foto oder für sämtliche anderen Pakete auch. Und ihr müsst jetzt hier nur einmal entscheiden, wie ihr das Ganze aktualisieren möchtet. Ich empfehle euch hier, das Ganze einfach so zu stehen lassen. Ihr könnt das natürlich später auch noch mal im Detail justieren und auch noch mal neu entscheiden. Im nächsten Schritt kommt da schon die Frage nach dem Synology-Konto. Ja, welche Vorteile das Ganze bietet, also welche Vorteile dieser Synology-Account tatsächlich bietet, das habe ich ja in einem letzten Video schon mal dargestellt. Und wer noch kein Konto hat, der kann sich jetzt hier unten über den Schalter direkt einfach mal ein Konto erstellen. Klickt ihr da einmal drauf, kommt hier so ein kleiner Assistent und hier könnt ihr jetzt ein neues Synology-Konto einrichten und ihr bekommt dann später nochmal eine E-Mail von Synology. Da müsst ihr ganz normal bestätigen, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass ihr auch der rechtmäßige Inhaber von dieser E-Mail seid. Habt ihr bereits ein Konto, da könnt ihr euch auch hier einmal anmelden, beziehungsweise ihr könnt das natürlich auch ebenfalls hier an diesem Punkt machen. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr euch auch direkt anmelden. Es hat natürlich viele Vorteile. Nicht nur, dass ihr einige Pakete halt eben dann auch installieren oder nutzen könnt, sondern andersrum, wenn ihr kein Konto habt, dann könnt ihr einige Dinge halt eben jetzt nicht nutzen, wie zum Beispiel den Secure Sign-In-Dienst oder halt eben auch den Quick Connect-Dienst sowie natürlich auch den Cloud-Dienst hier, beziehungsweise den Insight, Active Insight-Dienst, könnt ihr halt eben nur dann nutzen, wenn ihr auch wirklich ein Synology-Account habt. Ich brauche das in der Sekunde nicht, überspringe das jetzt einfach mal. So, die Gerätsanalyse, da könnt ihr entscheiden, ob ihr das ganz gerne anklicken wollt oder nicht. Das müsst ihr selber wissen. Ich lasse das mal einfach offen. Ich überlasse euch einfach mal die Entscheidung, ob ihr das aktivieren wollt oder nicht. Gut, damit ist eigentlich die Synology mal grundsätzlich eingerichtet und es kommt jetzt hier schon so ein kleiner Assistent, der uns fragt, ob wir denn diese wichtigen Pakete, die meist verbreitet sind, ob wir das installieren wollen. Wenn ihr das wolltet, könnt ihr natürlich jetzt sagen, jetzt installieren. In meinem Falle sage ich mal einfach, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte da vielleicht später nochmal dran erinnert werden.
Das nächste, was wir haben, ist das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das habe ich ja in meinem Online-Kurs schon besprochen. Schaut einfach mal in meinem kostenlosen Online-Kurs. Findet ihr auch hier, auch bei YouTube auf dem Kanal, wie das Ganze eingerichtet wird. Ich brauche das in der Sekunde jetzt hier erst einmal nicht. Deswegen sage ich einfach mal später schützen. Eine weitere Funktion ist das sogenannte adaptive MFA. Also unabhängig davon, ob ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung vollständig eingerichtet habt oder nicht, könnt ihr trotz alledem das System etwas schützen, und zwar mit dieser neuen Funktion adaptives MFA. Was das im Einzelnen genau bedeutet, da könnt ihr mal hier auf diesen Link draufklicken, dann öffnet sich eine neue Webseite und dann steht auch nochmal, was denn damit überhaupt gemeint ist, ne? Hier steht auch nochmal beschrieben, dass es sich also um einen weiteren Schutzmechanismus handelt, um euer Konto zu schützen. Das betrifft insbesondere die administrativen Konten, damit die halt eben auch bei einer nicht aktivierten Zwei-Faktor-Authentifizierung trotzdem über so einen zweiten Schutzmechanismus verfügen. Könnt ihr natürlich machen. Ich mache das in der Sekunde mal nicht, weil ich das Gerät später noch an einen Kunden ausliefern werde. Und von daher gesehen mache ich das sowieso nochmal neu. Hier oben gibt es eine kleine Tour, da könnt ihr mal draufklicken, aber das brauchen wir in der Sekunde nicht. Ihr könnt das auch jederzeit hier über die Hilfe nochmal erreichen. Da seht ihr natürlich die gleichen Funktionen noch einmal, wie ihr euch halt eben mit dem System verbinden könnt, wie ihr die Daten darauf legen könnt, wie ihr diese ganze Sache aktualisieren könnt und diese Dinge. Und das nächste, was wir brauchen, ist natürlich erst einmal ein Speicherpool. Gut, das ist nämlich noch nicht der Fall. Ich gucke mal einmal ganz kurz in den Speichermanager, bevor wir den Speicherpool erstellen. Und dann sehen wir hier, bevor ich hier was machen kann, muss ich zuerst einmal einen Speicherpool erstellen. Das kommt mal nicht drum rum. Ich gehe jetzt mal nicht im Detail darauf ein, wie das im Einzelnen genau funktioniert und was die einzelnen Vorteile von den verschiedenen RAID-Systemen sind. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das hier einrichten würde. Das Prinzip ist eigentlich klar. Wir haben mehrere Festplatten, in meinem Fall jetzt gleich 4 Stück. Diese werden zu einem RAID-Verbund zusammengeschaltet und darauf wird dann praktisch später ein Volume installiert. Dieses Volume wird dann später mit einem entsprechenden Dateisystem formatiert und dann kann ich darauf meine entsprechenden Ordner und Ordnerfreigaben erstellen. So, ich wähle hier den RAID-Typ SAR. Ihr seht schon, weil ich ja 4 Festplatten eingebaut habe, könnte ich natürlich auch hier ein anderes System wählen. Ich muss nicht unbedingt SAR nehmen, ich könnte auch SAR2 nehmen. Da sehen wir, da haben wir etwas höhere Fehlertoleranz. Das heißt also, in dem Falle brauche ich 4 Laufwerke und da hätte ich die Option, dass ich halt eben nur 2 Laufwerke nutzen kann und die 2 Laufwerke, die anderen beiden, dienen sozusagen der Fehlertoleranz. Das brauche ich aber in der Sekunde nicht. Ich nehme einfach das SAR. Das Ganze bestätige ich hier einmal und kann jetzt hier die Festplatten auswählen, die dazukommen sollen. Und ich nehme einfach in der Sekunde alle Festplatten. Ich könnte natürlich auch ebenfalls nur einige Festplatten nehmen und die andere später nochmal dazu bauen. Ich werde aber hier alle Festplatten dazu nehmen. Und da ich hier die volle Kapazität von diesem System nutzen möchte, werde ich natürlich auch hier die maximale Kapazität auswählen. Und wir haben gesehen, wenn wir nochmal zurückgehen ganz kurz, wir haben hier drin 6 Terabyte Festplatten. Davon habe ich allerdings dann nur 5,5 Terabyte übrig, die mir also netto als Kapazität, als Speicherkapazität zur Verfügung stehen. Das heißt, also unterm Strich habe ich dann am Ende eben nur 16,3 Terabyte übrig. Und wenn ich nur 3 Festplatten einbauen würde, dann würde mir halt eben der Wert von einer Festplatte abgezogen werden. Dann bleiben mir halt eben nur noch knappe 11 Terabyte übrig. Das entspricht halt eben dem Wert von einer Festplatte. Es gibt da natürlich auch noch wildere und kompliziertere Verfahren, die man da halt eben nutzen kann. Ich will das mal nicht im Detail jetzt hier aufdröseln. Wenn ihr euch dafür näher interessiert und ihr wirklich wissen wollt, wie so ein RAID-System halt eben aufgebaut wird und was die einzelnen Unterschiede zwischen den verschiedenen RAID-Systemen tatsächlich ausmachen, dann kann ich euch nur empfehlen, schaut mal auf unsere Webseite. Da habe ich genau für dieses Thema auch einen Online-Kurs bereitgestellt. Gut, ich bleibe jetzt hier bei meiner vollständigen Größe. Und dann kommen wir schon zum Thema Dateisystem. Ja, und hier ganz klar, hier bleiben wir natürlich bei dem BTFS-Dateisystem. Das ist, ich sag mal, in 98% der Fälle mit Sicherheit die beste Wahl. Eine Neuigkeit haben wir jetzt hier, und zwar, das ist neu seit DSM 7.2, dass wir jetzt das Volume verschlüsseln können. Bis dato war es immer so, dass wir die Verschlüsselung auf der Ebene, sag ich mal, eines gemeinsamen Ordners durchführen mussten. Das heißt also,
Wenn wir eine Verschlüsselung für irgendeinen Ordner einrichten wollten, dann mussten wir das separat für diesen Ordner einrichten. Das hat natürlich einige Nachteile, einige Vorteile. Das kann man so und so sehen. Nachteil auf jeden Fall, wenn das System neu gestartet wird, dann entweder gibt es eine Prozedur, dass die Schlüssel halt eben automatisch geladen werden und dann diese auch wieder automatisch dann eingebunden werden, die Laufwerke, oder der Administrator muss die Laufwerke halt eben von Hand wieder einbinden, damit die auch im System verfügbar sind. Und genau diese Funktion, die entfällt jetzt hier. Denn die haben jetzt hier die Möglichkeit, das Volume direkt zu verschlüsseln. Und dann muss ich hier auch ein Tresor-Kennwort festlegen und das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Dieses Kennwort ist immer dann erforderlich, wenn Sie ein verschlüsseltes Volume erstellen oder migrieren wollen. Also wenn jemand die Festplatten ausbaut und woanders einbaut, ja, dann braucht er halt eben auch genau dieses Kennwort. Gleiches gilt auch für das Rücksetzen des Admin-Kennworts. Wenn jemand das Kennwort über den kleinen Reset-Schalter hin zurücksetzen würde und anschließend die Synology neu startet mit dem neuen Kennwort, hat er dann halt eben trotzdem ein Problem, weil er braucht halt eben genau diesen Schlüssel hier von diesem Tresor und er braucht natürlich auch den Wiederherstellungsschlüssel, um halt eben an die Daten dranzukommen. Ihr seht jetzt hier, der Wiederherstellungsschlüssel wird gleich automatisch heruntergeladen, wenn ich auf Übernehmen drücke. Ich muss das jetzt bestätigen, dass ich den Schlüssel auch tatsächlich erhalten habe und ich sollte mir diesen Schlüssel natürlich irgendwo auf einem USB-Stick sichern, also auf irgendeinem ja wirklich wichtigen Laufwerk für den Fall, dass ich mal mein Kennwort hier vergessen sollte. So, das Ganze wird jetzt eine ganze Weile dauern. Wir sehen hier oben, jetzt wird erstmal der Speicherpool erstellt, wobei das jetzt nicht weiter dramatisch ist, weil wir könnten hier jetzt natürlich schon weiterarbeiten. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier dieser Speicherpool, sag ich mal, erstellt worden ist. Und dann geht eigentlich die Verschlüsselung schon los. Diese Verschlüsselung, ja, ich sag mal, das dauert natürlich ein bisschen länger. Das werden wir gleich sehen. Da kommt gleich hier Laufwerksoptimierung oder sowas in der Art. Also jetzt wird die Formatierung sozusagen schon durchgeführt mit meinem Dateisystem. Jetzt kommt hier unten auch schon die Meldung, die Optimierung im Hintergrund wird durchgeführt. Und da sehen wir ja, das Ganze dauert natürlich auch eine ganze Weile. Das sieht auch hier oben, kann man das auch sehen. Die Optimierung wird durchgeführt und ja, jetzt nicht erschrecken, hier steht halt eben, das dauert noch 6 Tage und noch ein paar Stunden. Das relativiert sich gleich. Wir sehen ja schon, also hier gehen die Zeiten ja schon deutlich runter. Das kann aber durchaus halt eben, ich sag mal, ruhig 10, 12, 15 oder auch mal noch mehr Stunden dauern. Also in meinem Fall jetzt hier sagt er also rund 20 Stunden oder knapp 15 Stunden. Am Ende wahrscheinlich wird das wahrscheinlich so mit 10 Stunden oder mit 9 Stunden vielleicht hinkommen, denke ich mal ganz einfach. Aber so viel Zeit müsst ihr halt eben dem System einfach geben. Wobei euch das ja eigentlich nicht irritieren kann, in Anführungsstrichen, denn ihr könnt natürlich weiterarbeiten. Ihr müsst ja jetzt nicht warten, bis diese Verschlüsselung hier komplett fertig ist. Das Einzige, was ihr nicht tun solltet, ihr solltet euer System natürlich jetzt an der Stelle nicht unbedingt herunterfahren, weil unter Umständen dann der Prozess wieder von vorne beginnt. Also wir sehen hier über den Daumen, ja, so knappe 10 Stunden wird das mit Sicherheit hier dauern. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich zeige euch mal, dass es ja trotz alledem funktioniert, wenn wir schon Zugriff auf das System haben. Und jetzt können wir schon mal ins Paketzentrum gucken. Da ich ja hier im Paketzentrum noch nichts eingerichtet habe, noch nichts angeklickt habe, wird natürlich auch hier noch nicht viel passieren. Aber ich habe ja jetzt zumindest schon mal meinen Speicherpool erstellt. Und deswegen habe ich jetzt natürlich auch schon meinen SMB-Service. Wir sehen das hier, das ist ein eigener Dienst, ein eigener Service, der läuft auch schon mit. Das heißt also, ich habe jetzt schon Zugang über das Netzwerk auf mein System. Allerdings haben wir natürlich noch gar keinen Ordner. Das heißt also, wir sollten jetzt erst einmal hier einen neuen Ordner erstellen. Und das passt hier auch genauso. Wenn ich in die FileStation springe, dann kommt hier auch die Meldung. Ich kann natürlich keinen Ordner anzeigen, weil hier noch kein Ordner existiert. Also erstelle ich mir erst einmal hier einen Ordner und ich nenne diesen Ordner einfach mal Daten. So, wir haben hier noch ein paar andere Optionen, da gehe ich mal jetzt nicht darauf ein. Ihr könnt nämlich jetzt hier noch weitere Sicherheitsmaßnahmen aktivieren, wobei das ja eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Wenn ihr unbedingt wollt, dann könnt ihr natürlich diesen Ordner noch einmal verschlüsseln. Allerdings habt ihr natürlich dann diese gleiche Funktion, dass ihr also manuell dann diese Entschlüsselung wieder sozusagen einrichten müsst. Von daher gesehen würde ich euch das nicht empfehlen. Was ihr auch tun könnt, ihr könnt natürlich auch hier diesen Ordner mit Write-Ons schützen. Diese Thematik habe ich auch schon mal in einem Video angesprochen. Schaut einfach mal bei uns im Kanal unter den neuen Funktionen Write-Ons. Da habe ich genau diese Technik halt eben schon beschrieben, wie man also einen Ordner erstellen kann, wo die Daten halt eben besonders geschützt werden und mit einem Schreibschutz versehen wird. Ich überspringe das einfach mal. Das Einzige, was ich anschließen werde hier,
Das ist natürlich diese Datenprüfsumme, die werde ich natürlich hier mit aktivieren und die Datenkompression, ja, die brauchen wir eigentlich in der Sekunde nicht, denn ich habe ja hier eigentlich auch genug Speicherplatz. Ich bestätige das Ganze hier und damit wird dann auch schon das Ganze erstellt und ich habe jetzt hier schon meinen ersten Ordner eingerichtet. Wir sehen hier auch schon den Zugriff. Der Gast hat logischerweise keinen Zugriff und mein Administrator hat natürlich schon Zugriff. So. Und damit hätte ich jetzt auch schon die Chance, Daten auf mein System zu speichern, denn ich habe jetzt hier auch den Ordner Daten. Jetzt sind natürlich noch so einige andere Dinge zu tun. Ich sage mal ganz einfach, das geht natürlich noch so ein paar Dinge, die wir noch machen sollten. Wir sollten zum einen erst einmal in die Dateidienste gehen und hier das Übertragungsprotokoll ausschließen. Also wenn ihr mal tatsächlich ein Protokoll einrichten wollt, dann könnt ihr das natürlich an dieser Stelle hier ganz fein justieren und festlegen, was ihr denn protokollieren wollt. Aber solange wie ihr da nicht auf der Fehleranalyse seid, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch hier ausschließen. Unter dem Punkt erweiterte Einstellungen ist in der Regel schon das maximale Protokoll auf SMB 3 gestellt und das Mindestprotokoll auf SMB 2. Das ist vom Prinzip her auch in Ordnung. Das könnt ihr auch genauso stehen lassen, es sei denn, ihr habt noch irgendwie so einen alten Netzwerkscanner in eurem Umfeld irgendwo. Dann könnte es sein, dass ihr das eventuell hier mal anpassen müsst auf SMB 1 oder ihr müsst versuchen, dass ihr vielleicht euren Scanner vielleicht aktualisiert. Ansonsten haben wir hier noch eine Funktion und zwar unter dem Punkt Sonstiges. Da müsst ihr mal etwas weiter runter scrollen. Und hier gibt es noch eine neue Funktion. Das ist die sogenannte SMB3 Multi-Channel-Funktion. Da meines Synology hier über zwei Netzwerkkarten verfügt und ich auch beide Netzwerkkarten anschließen werde, nutze ich natürlich auch diese Multi-Channel-Funktion, damit ich auch die maximale Leistung aus meinen beiden Netzwerkkabeln rausholen kann. Dann habe ich den Vorteil, dass ich dann nicht erst einen Bond machen muss und mir da Gedanken machen muss, ob ich mir den richtigen Switch gekauft habe und diese Dinge. Und ich bestätige das und bekomme nochmal die Meldung. Wenn ich das SMB3 aktiviere, dann wird auch das sogenannte asynchrone Lesen aktiviert. Das ist vom Grundsatz her in Ordnung. So, die nächste Aktion, die ihr noch machen müsst, das ist noch hier unten unter dem Punkt Hardware und Energie. Wir wollen das natürlich einmal speichern. Und unter dem Punkt Hardware und Energie solltet ihr auf jeden Fall diesen Haken setzen. Also die automatische Neustart, wenn ihr mal den Strom verloren haben solltet. Übernehmt das einfach mal. Mehr braucht ihr in der Sekunde auch noch nicht tun. Und hier unten haben wir noch eine tolle Funktion. Das ist hier auch standardmäßig aktiviert. Das ist der Ruhezustand für die Festplatten. Das solltet ihr aber ruhig so eingeschaltet lassen. Und wenn ihr dort auch USB-Geräte angeschlossen habt, dann müsst ihr natürlich diese USB-Geräte hier auch noch definieren, zum Beispiel mit 20 Minuten. Habe ich in meinem Falle jetzt nicht, deswegen brauche ich das in der Sekunde auch nicht. Und ihr könnt natürlich auch hier das Protokoll für den Ruhezustand aktivieren. Das ist aber in der Sekunde auch nicht nötig. Euer Synology-Konto, das könnt ihr unten einrichten. Da könnt ihr nochmal das Synology-Konto einrichten, hier, damit ihr auch die anderen Funktionen nutzen könnt, die da später halt eben noch auftauchen werden, die dann fehlen werden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier die erweiterte Garantie-Plus-Funktion nutzen. Hier auf der Webseite von Synology könnt ihr nochmal sehen, hier, was denn dieser Garantie-Plus-Anspruch überhaupt ist. Ihr könnt ja auch den Anspruch einmal prüfen und könnt dann auch einmal schauen, was das denn für euch im Einzelnen kosten würde. Ob das für euer Modell angeboten wird oder nicht, könnt ihr hier unten gucken unter dem Punkt berechtigte Modelle und ihr seht hier meine 923. Standardgarantie beträgt 3 Jahre und ich kann das Ganze hier auf 5 Jahre erweitern. Die nächsten Schritte, die ihr jetzt durchführen müsst, wäre zum einen natürlich erst einmal weitere Benutzer anzulegen, damit ihr halt eben auch die Berechtigungen für die entsprechenden Ordner oder auch für die entsprechenden Dienste auch fein und granular einrichten und einstellen könnt. Ja, eventuell vielleicht der Domäne beizutreten oder vielleicht sogar aus eurer Synology gleich einen Domain-Controller zu machen, je nachdem, wie das ganz einfach zu eurer Umgebung passt. Anschließend natürlich noch den Punkt externer Zugriff. Hier könnt ihr ja festlegen, ob ihr halt eben eine Quick Connect ID einrichten möchtet und vielleicht auch einen dünnen DNS-Anschluss konfigurieren möchtet. Dann haben wir noch den Punkt Sicherheit. Unter dem Punkt Sicherheit gibt es natürlich noch ein paar Optionen, die ihr auch aktivieren solltet. Neben dem normalen Sicherheitsschutz hier auch die Kontoeinstellung, wo ihr auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten könnt. Das wäre natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, den ihr unbedingt noch machen solltet, wenn ihr gar nicht wisst, wie das funktioniert. Schaut mal bei uns im Kanal, ihr findet ja da auch diesen großen Online-Kurs. Da habe ich das Thema auch nochmal angesprochen. Kontoschutz solltet ihr natürlich noch aktivieren und die adaptive Mehrstufen-Authentifizierung habe ich ja bereits aktiviert. So, hier reicht es eigentlich, wenn wir das ganz einfach mal übernehmen.
Ja, ansonsten hat eben noch das Thema Firewall. Da solltet ihr natürlich auch noch mal dran gehen. Das führt aber jetzt in der Sekunde zu weit. Dafür habe ich halt eben auch einen speziellen Kurs eingerichtet bei uns auf der Webseite, weil das, wie gesagt, ein wirklich sehr großes Thema ist. Die Firewall ist nämlich sehr leistungsfähig und sehr leistungsstark. Und wie die im Einzelnen eingerichtet wird, ja, da muss man halt eben ein bisschen länger darüber sprechen, als man eben nur in 10 Minuten. So, in der Systemsteuerung sind wir eigentlich soweit durch. Das heißt also, was ihr jetzt natürlich noch machen solltet, wären natürlich hier weitere Pakete installieren. Zum Beispiel das Paket Active Backup for Business, denn das ist ja hier ein Plusmodell. Das heißt also, hier läuft ja natürlich auch Active Backup for Business drauf. Und ja, das dient natürlich nicht nur dazu, um meinen Server eventuell zu sichern, sondern halt eben auch dazu, um meine Arbeitsstation in meinem Netzwerk zu sichern. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr das Ganze im Familienbereich oder vielleicht sogar auch im beruflichen Umfeld einsetzen werdet. Da haben wir noch ein paar weitere Pakete, die ihr grundsätzlich installieren solltet. Das kann nicht schaden und das tut auch nicht großartig weh. Das wäre zum Beispiel das Antivirus Essential. Gut, das ist natürlich jetzt kein Ersatz für euer eigentliches Sicherheitssystem. Ihr solltet natürlich auf eurem Computer bereits auch ein Sicherheitssystem bestehend aus einer, ja, Virenschutz, mindestens einem Virenschutz hat eben oder auch noch weiteren Sicherheitsoptionen halt eben selber nutzen. Aber das bringt noch einmal einen zusätzlichen Schutz, damit ihr halt eben die Daten direkt auf der Synology einmal, ja, durchscannen könnt. Und wenn sich dort doch ein Virus eingeschlichen hat, dann habt ihr übrigens hier die Chance, sag ich mal, den Virus auch zu eliminieren. Hier solltet ihr natürlich darauf achten, dass das System auch tatsächlich regelmäßig aktualisiert wird und dass ihr die Daten halt eben regelmäßig scannt. Das könnt ihr über den programmierten Scan hier zum Beispiel einrichten. Da könnt ihr auch verschiedene Scans einrichten. Weitere Pakete, die ihr noch installieren solltet, ja, ich sag mal, das hängt so ein bisschen davon ab, was ihr mit dem System vorhabt. Das Thema Active Insight mit Sicherheit auch nicht ganz falsch, um sich halt eben so einen Überblick über das System halt eben zu verschaffen. Und gerade dann, wenn ich zwei oder drei Synology-Systeme im Einsatz habe, kann ich die natürlich mit dem Active Insight hier auch gleich gemeinsam überwachen. Im Paketzentrum gibt es natürlich noch viele weitere Pakete für die unterschiedlichen Anwendungen, die ihr natürlich auch installieren könnt. Was ihr auf jeden Fall einstellen solltet, das ist hier unter dem Punkt Einstellungen. Hier könnt ihr noch einmal die Benachrichtigungsfunktionen aktivieren, ob ihr das E-Mail benachrichtigt werden möchtet oder halt eben nur über den Desktop und ob ihr auch mit den Beta-Versionen arbeiten wollt. Auch das müsst ihr oder könnt ihr an dieser Stelle hier einmal einrichten. Dann habt ihr noch hier den Punkt automatisch aktualisieren. Das war ja eine der Einstellungen, die wir am Anfang schon durchgeführt haben. Und ich hatte ja gesagt, ihr könnt das natürlich später noch einmal fein entscheiden. Hier seht ihr die Funktionen, die wir am Anfang der Installation ausgewählt haben. Alle wichtigen Versionen, also alle wichtigen Aktualisierungen werden automatisch durchgeführt. Ihr könnt allerdings das Ganze auch hier fein justieren, wenn ihr unten auf den Punkt geht, nur nachfolgende Pakete automatisch aktualisieren. Und dann könnt ihr natürlich die Pakete ausklammern, die ihr nicht automatisch aktualisieren wollt, weil das unter Umständen halt eben zu Problemen führen könnte. Wie zum Beispiel halt eben das Drive, wenn ihr das Drive installiert habt oder ähnliche Dinge, dann könnt ihr das natürlich hier ausklammern. Das müsst ihr natürlich selber wissen, inwieweit ihr das halt eben konfigurieren möchtet. Wie gesagt, es gibt hier jede Menge Pakete für die unterschiedlichen Zwecke. Ihr könnt das mal hier oben filtern. Hier oben habt ihr den Punkt Datensicherung. Dann seht ihr schon mal alles zum Thema Datensicherung. Also welche Pakete gehören alle in die Rubrik Datensicherung? Active Backup for Business haben wir gerade angesprochen, dient dazu, um meine Computer zu sichern oder vielleicht sogar auch um eine zweite Synology zu sichern. Dafür gibt es halt eben dann das Paket Active Backup Agent. Das ist der Agent, der dann auf dem anderen System installiert werden müsste. Wir können hier eine Sicherung von Office 365 einrichten oder halt eben auch hier Hyper Backup und auch den Replication Service. Im Bereich Multimedia gibt es eigene Anwendungen, wie zum Beispiel Audio Station, Synology Fotos. Das ist wirklich sehr beliebt und kann ich euch nur empfehlen, zumal ihr damit dann auch die Möglichkeit habt, ein Backup von eurem Smartphone durchzuführen. Das Ganze vollautomatisch, wie das im Einzelnen funktioniert, habe ich hier auch schon mal in vielen Videos erklärt. Und auch zu dem Punkt Synology Fotos habe ich einen großen Online-Kurs bei uns auf der Webseite bereitgestellt. Vielleicht ist das auch ein Thema für euch, wenn ihr euch damit mal intensiver beschäftigen möchtet. Ja, ihr seht schon, das Ganze geht hier natürlich noch weiter in den Bereich Business. Da haben wir natürlich noch mehrere Funktionen. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier auch nicht auf alle einzelnen Themen eingehen. Ich sag mal, das macht in der Sekunde auch keinen Sinn, jetzt hier alles durchzusprechen. Das wird auch viel zu lang und viel zu groß. Dann wird das Video, sag ich mal, in 5 Stunden noch nicht fertig sein.
Ihr müsst einfach mal nachschauen, welche Funktionen, also welche Pakete für eure Umgebung halt eben passen. Zum Beispiel Produktivität. Hier seht ihr auch schon, hier gibt es auch eine ganze Menge tolle Funktionen, wie zum Beispiel die Download Station. Ja, mit der Download Station, damit kann ich sozusagen URLs einsammeln, wo ich etwas herunterladen möchte. Das mache ich relativ häufig. Ich muss mir relativ oft bei Microsoft irgendwelche ISO-Dateien herunterladen. Die sind natürlich auch nicht klein und das macht auch keinen Spaß, das an meinem Computer zu machen. Deswegen nutze ich hier die Download Station, wo ich dann gleich 6, 7, 8 oder 10 URLs gleich sammle und die werden im Hintergrund dann fleißig runtergeladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das sogar so steuern, dass diese halt eben nur nachts heruntergeladen werden, damit die dann tagsüber euren ja, Tagesbetrieb oder eure Leitung, in eure DSL-Leitung halt eben Tagesbetrieb nicht beeinflussen. NodeStation ist auch ein super Kandidat, damit könnt ihr Dokumentationen erstellen könnt oder auch Beschreibungen oder Anleitungen oder ähnliche Dinge. Da lohnt sich auf jeden Fall einen Blick mal reinzuwerfen. Das nutze ich seit vielen Jahren. Dann haben wir noch den Punkt hier Kalender. Ich denke mal, das brauche ich nicht erklären. Kalender, Chat und Contacts. Ja, das gehört natürlich in den Firmenbereich, in den Firmensegment und den Drive-Server. Ich glaube, auch das muss ich nicht groß erklären. Wer meinen Kanal hier schon etwas verfolgt hat, der weiß, wie wichtig dieser Drive-Server ist und welche Vorteile das Ganze mit sich bringt. Auch für den Drive-Server, sowie natürlich auch für den Mail-Server und das Mail Plus. Auch dafür habe ich ja bereits entsprechende Online-Kurse bei mir auf der Webseite bereitgestellt. Wenn ihr dann mal den Filter hier wegnehmt, das sind also wirklich Unmengen von Programmen, die man hier nutzen kann. Oder ihr schaut einfach mal hier bei den Dienstprogrammen rein. Da seht ihr natürlich auch jede Menge Dienstprogramme, die sich hier auch lohnen. Zum Beispiel der Dokumentenviewer. Das ist mit Sicherheit eine coole Funktion, damit ihr auch mal Dokumente dann öffnen könnt, direkt auf der Synology, auch wenn ihr das Synology Office nicht installiert habt. Ähnlich wie auch dieser PDF-Viewer. Auch das finde ich eine sehr gute Funktion. Das macht natürlich Sinn, dass ich mir halt eben dann auch PDF-Dateien, die auf der Synology liegen, direkt im Browser anzeigen kann und die nicht erst herunterladen muss. Also das macht natürlich auch Sinn. Ihr habt gesehen, die Installation von diesen Paketen ist relativ simpel. Ihr braucht das nur einmal anklicken und anschließend wird dann das Paket installiert. Sind noch weitere Dienste nötig oder weitere Programmpakete abhängig von anderen Paketen, dann werden die natürlich gleich mit installiert. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist hier der Texteditor. Das ist so ein klitzekleines Programm, mit dem ihr mal in der Lage seid, eben schnell auf der Synology eine Textdatei zu erzeugen. Das ist, wie gesagt, wirklich wertvoll. Ich nutze das auch sehr häufig sogar. Dann brauche ich nicht immer erst mit meinem Computer eine Textdatei zu erstellen und diese dann hochladen, sondern ich kann hier praktisch über diesen Texteditor direkt eine ja, Datei öffnen oder eine Datei erstellen. Ich könnte natürlich auch ebenfalls eine Datei öffnen. Sehen wir hier oben, ich könnte auch Daten öffnen, sogenannte Textdateien. Ich kann aber auch mal eben schnell hier eine Textdatei erzeugen. Und das finde ich ganz wertvoll, ja, denn die kann ich dann direkt auf der Synology abspeichern. Dort könnten irgendwelche Informationen sein, zum Beispiel die Seriennummer für eine Software oder die Zugangsdaten für irgendein E-Mail-Konto oder was auch immer. Wie gesagt, das ist eine ganz coole Funktion und das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Gut, es gibt auch hier Unmengen von weiteren Paketen für die verschiedenen Anwendungen. Ich sage mal als Beispiel Synology Mail. Da gibt es auch einen Mail-Server, wo ich also meinen eigenen E-Mail-Server im Betrieb nutzen kann und vielleicht dann mein Postfach beim Provider etwas entlasten kann. Oder ich könnte den Mail-Server auch ebenfalls als Archivserver einrichten. Das sind aber auch so Themen, ja, die gehören natürlich in den Business-Bereich und muss man natürlich für sich selber entscheiden, inwieweit ich das dann tatsächlich haben möchte. Ebenfalls hier auch das Thema Virtual Machine Manager. Auch das wirklich ein sehr beliebtes Thema, wenn es darum geht, ich möchte gerne irgendeinen Windows-Computer auf meiner Synology laufen lassen und den vielleicht mit mehreren Benutzern betreiben. Dafür bräuchte ich halt eben dann diesen Virtual Machine Manager. Auch das Thema VPN-Server, auch eine sehr gute Funktion. Damit habe ich die Möglichkeit, einen wirklich sicheren Zugang, also wirklich sicheren Zugang von einem Computer von irgendwo auf der Welt auf meine Synology halt eben einzurichten. Hier gibt es noch jede Menge weitere coole Funktionen, die kann ich jetzt gar nicht alle im Einzelnen durchsprechen. Das führt auch in der Sekunde viel zu weit. Ihr müsst da einfach mal selber schauen, was für euch denn tatsächlich halt eben hier einen Mehrwert bietet, den ihr nutzen könnt. Es gibt hier, wie gesagt, unzählige Programme. Ihr seht das hier. Das sind ja so Themen, die ich auch hier im öffentlichen Kanal schon mal präsentiert habe.
Und für viele dieser Pakete habe ich ja bereits einen Online-Kurs bei uns auf der Webseite bereitgestellt, damit ihr das Ganze tatsächlich auch selbst durchspielen könnt. Die Kurse sind immer so ausgelegt, dass ich euch zeige, wie das Ganze eingerichtet wird und ihr dann auch in der Lage seid, das auf eurem eigenen System selbstständig umzusetzen. Das ist so die Zielsetzung von diesen Online-Kursen. Ein weiteres spannendes Paket ist natürlich der Container Manager. Das Ganze hieß früher Docker. Auch das habe ich hier bei mir im öffentlichen Kanal bereits schon öfter mal angesprochen, was man damit alles machen kann, welche Funktionen sich dahinter verstecken. Ihr könnt damit halt eben noch viele weitere Funktionen einrichten, die ihr jetzt hier in dem Paketzentrum nicht seht. Schaut einfach mal bei uns in unserem öffentlichen Kanal und sucht mal nach Container Manager oder nach dem Begriff Docker. Dann werdet ihr mit Sicherheit schon fündig werden und ich werde da in der Zukunft auch auf dieses Thema noch weiter eingehen. Stichwort hier Portainer. Natürlich kann ich mein System auch gleich als Überwachungszentrale einrichten. Das Ganze nennt sich hier Surveillance Station und ist mittlerweile auch schon in einer relativ hochwertigen Version mit KI-Unterstützung schon herausgekommen. Man kann dort IP-Kameras im eigenen Netzwerk oder auch im entfernten Netzwerk einrichten und dort die Aufnahmen verwalten. Das Ganze kann man sehr, sehr fein justieren, sehr fein steuern. Und es werden hier wirklich sehr viele Kameramodelle, auch ältere Modelle unterstützt. Ich habe das ja bei uns im Kanal auch schon einmal erklärt, wie das so grundsätzlich funktioniert, wie man da eine Kamera einrichten kann. Wer sich da also für interessiert, sollte mal bei uns im Kanal nach dem Surveillance Station Video einmal schauen. Ich denke mal, das sollte bis hierhin erst einmal reichen. Jetzt habt ihr schon mal gesehen, ja, wie die Synology so grundsätzlich eingerichtet wird und welche Programme bzw. welche Pakete halt eben tatsächlich wirklich wichtig sind. Wie gesagt, es gibt hier natürlich unzählige von Programmen, deswegen die kann man auch gar nicht alle in einem Thema mal durchsprechen. Deswegen werde ich mal in der nächsten Zeit hier nochmal ein Video präsentieren und dann wollen wir uns das Thema Firmenserver einmal anschauen. Also wie baue ich einen Firmenserver mit der Synology auf und vor allen Dingen, welche Pakete sollte ich dann, wenn ich meinen eigenen Firmenserver betreiben möchte, ja, welche Pakete sollte ich dann auch dann entsprechend installieren? Das ist so ein Thema für unser nächstes Video mal. Ja, damit sind wir auch am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, ich habe das Ganze auch verständlich genug rübergebracht und konnte dem einen oder anderen auch gleich damit weiterhelfen. Und wenn dem so ist, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen hoch honorieren würdet. Wenn ihr selbst Unterstützung bei eurem Synology-Projekt benötigt oder wenn ihr Fragen zu meinem Coaching-Angebot habt oder den Online-Kursen, dann schaut einfach mal bei uns auf der Webseite. Ansonsten habe ich jetzt hier nochmal ein paar Anregungen für euch und ich würde mich freuen, euch auch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Das war's, ich bin raus, euer Frank, bis dahin, ciao.